Danke, Daddel. Boah. Warte mal, ich muss den Lauter doch wieder anmachen. Bin auch schnell mit dem Hund und frisch das Gassi gegangen. Deswegen hat es dann doch noch mal ein bisschen länger gedauert. Aber wir haben ja nicht ganz so viel Zeit zusammen, deswegen nutze ich dann auch die Gassi-Runden aus. So, ja, wo mussten wir denn? Nee, wir mussten in den Laden da hoch. Und ich habe mir gleichzeitig noch was Kühles zu trinken geholt. Mein altbekannten Cocktail. Ich habe das auch alles wieder zurückgeräumt. Ach, bestimmt. Also irgendwie erinnert mich diese Stadt echt sehr an FF12. Eigentlich das ganze Spiel so ein bisschen. Man muss mich Gassi führen. Ja, manchmal frisches. Manchmal muss man dich Gassi führen. Ich meinte eigentlich den Hund, aber ja, dich auch. Dich auch, mein Schatz. Ah, schön. Ach ja. So, wo dürfen wir jetzt wieder hin? Ja, klar, natürlich wieder nach unten. Ach, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Dann habe ich aber einen im Kessel. Nur einen. So, was muss ich jetzt hier suchen? Hi. Okay, es war wohl richtig. Das Kaius. Weiß ich nicht. Also Kaius wollte eigentlich vorbeischauen. Aber... ja. Bei dem Aber ist es geblieben. Ich weiß also, um mir zumindest... Der hat einen im Kessel. Der hat immer einen im Kessel. Ich weiß zumindest, dass er mir irgendwann um 20 Uhr, glaube ich, eine Nachricht geschickt hätte, aber... ja. Dabei ist es dann auch geblieben. Geiler Typ. Oh Mann. Hallo, Alfino. Da-da-da-da-da. Oh, das sieht schon wieder nach irgendwas Bösem aus. Der Bogen ist mega cool. Jetzt bitte. Oh, Alter, schon wieder dahin. Könnt ihr euch mal entscheiden? Ich bin ja nur noch am Wandern. Aber wir schaffen die 64 auf jeden Fall. Von hier aus ist Tatao nicht zu sehen. Aber jetzt. Keine Spur von Tatao hier. Wie sieht's bei dir aus? Naja, eher weniger. Da ist er. Ich dachte schon, man müsste sie jetzt auch wieder retten. Ah, zur Hilfe!
Das war doch Tartarus Stimme. Jemand ist hinter ihr her. Los, schnell! Was gibt's hier rumzuschnüffeln, hä? Ach, ich wollte gar nichts Böses tun. Wirklich. Bitte, bitte lass mich gehen. Was ist dir los? Und was willst du, Milchgesicht? Verzieh dich! Ja, Milchgesicht passt. Hey, die kenne ich. Die haben sich bei den Fortun eingenistet. Ah, ja, richtig. Ihr seid wohl für die hohen Herrschaften auf Heretikerjagd, hm? Und wollt Papa Edmond flüstern, dass hier was im Busch ist? Dass wir... Huch. Nein, wir sind gekommen, um dem Volk von Ishgard zu helfen. Aber dazu müssen wir alle zusammenarbeiten. Man muss Vorsicht quasi führen. Ich glaube, der Junge ist schon groß und kann das alleine. Nein, Daddel kann er nicht. Daddel, Frisches ist schon ganz... Ist ohne mich komplett aufgeschmissen. Der weiß doch gar nicht, wie er das Beinchen nehmen soll. Natürlich muss man mit dem Gassi gehen. Er hat sogar extra so ein schönes Glitzerhalsband und eine Glitzerleine. Die leuchtet dann auch immer so in rosa und Pinktönen. Ich kann das aber abwischen, das ist das Problem. Ja, dafür braucht er den Rasen. Da reibt er sich dann immer hinter der Arme rüber. Oh, Scheiße. Zusammenarbeiten? Frech wird er auch noch. Wir zeigen dir mal, wie gut unsere Fäuste zusammenarbeiten. Mhm. Zeig doch mal. Hehe, was wird das hier? Wollt ihr zwei Kinder und ihre Amme abmurksen? Ich bin keine Amme. Hilda? Heiß. Rick? Wie gut das? Legt Hand an die Schoßhündchen der hohen Herren und ihr riskiert den ganzen Arm. Die große Heldin. Was könnte sie nur von uns einfachen Leuten wollen? Eine ganze Menge. Jede Hilda, die ich kenne, ist eine Prinzessin und muss gerettet werden. Ich neige übrigens gerade schon wieder dazu, meine Haare zu ändern. Hi. Stufenabpassung 59. Nicht schlecht. Ich glaube, ihr verarscht mich. Nein, Daddel, wie kommst du denn darauf? Niemals. Das würde uns niemals im Traum einfallen. Oh, Daddel! Warte mal. Warte. Warte. So. Wieder gut. Ah, nicht schlecht. Nitok tot?
und die Lügen der verfluchten Kurie aufgedeckt. Besser als in meinen wildesten Träumen. Was für Lügen der Kurie? Hast du in der Kirche nicht aufgepasst? Die Adligen sind an der Macht, weil sie von den 12 Rettern Ischgards abstammen. Erzählen sie uns doch ständig. Gibt ihnen das heilige Recht, auf uns rumzutrampeln. Und jetzt erfahren wir, dass nicht nur die, sondern es gibt wieder Laute von oben. Leute ihr Blut in den Adern haben. Das hat die Kurie natürlich schön geheim gehalten. Aber dass Emmerich das dem Papst gleich unter die Nase reibt. Was für ein Idiot. Ja, das ist er. Ohne mit der Wimper zu zucken. Scheint, als ob er es gerade darauf anlegen würde. Ein nobles Opfer, damit seine Geschichte alle überzeugt. Aber ob sie wahr ist oder nicht, auf so eine Botschaft haben die Leute gewartet. Wir dürfen Großmeister Emmerich nicht im Stich lassen. Ischgard wird ihn dringend brauchen, wenn alles ins Rollen kommt. Was seid ihr eigentlich für selbsternannte Wohltäter? Ihr seid ja nicht mal von hier. Was wollt ihr von uns? Du einmal dich gedimmt. Wenn der Großmeister nicht bald zurückkehrt, werden wir in die Kurie eindringen, um ihn zu retten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Ach, so gut, oder? Was ist da los? Ja, die Frage stehen mir auch gerade. Gar nicht mehr denken. Oh, flieg, kleiner Elese, flieg! Da landet er unten. Ah, der unverkennbare Gestank der Häresie. Hallo, Charibert. Und wen haben wir denn hier? Die edlen Gäste des Hauses Forton in trauter Zweisamkeit mit der Königin des Abschaums. Man könnte glatt meinen, da plane jemand eine kleine Revolution. Ja, diesmal wirklich, so ein bisschen. Ihr lernt es wohl nie. Die Pest hat in Ischgard keinen Platz. Sie wird beim ersten Anzeichen ausgerottet, mit Stumpf und Stiel. Dann fangen wir mal mit dir an. Wer von uns ist hier Abschaum, du verlogener Köter? Manche sind einfach zu dumm zum Überleben. Wenn ihr es auf die harte Tour wollt, gerne. Nur nicht so schüchtern. Lasst uns nach draußen gehen. Ihr werdet euch den Tod noch herbeiwünschen. Werden wir das? Wie ich Brutus oben stöhnen und schreien höre. Leicht gruselig. Den Wunderarzt sollten wir als erstes machen. Oh Gott. Ein leichter Schluck auf. Dann die Temperatur. Gut, dann machen wir dir mal ein bisschen Schaden. Ja, du und dein Dunkelfeuer sollten Heilige nicht eigentlich eher ein normales Feuer besitzen, oder helles Feuer oder dunkles? Scheiße. Das war zu spät.
Ja, du widerst mich auch an. Und der heilt den echt. Ach so. Da. Ich habe den Wunderarzt gefunden. Schön, dass du reinschaust. Ja, also mir geht's halt gut. Ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, du hattest einen halbwegs schönen Tag. Freut mich, dass du reinschaust. Ah, da ist wieder der Wunderarzt. Jetzt fertig von der Arbeit. Oh, schon wieder. Ist es denn temperaturmäßig jetzt besser bei euch oder bei dir? Oder immer noch so ekelhaft warm? Verflucht. Ist also doch etwas dran an den Gerüchten um dich und deine geheimen Kräfte. Ich weiß aber nicht wirklich viel, dass es heute fast den ganzen Vormittag geregnet hat. Oh, scheiße. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt die ganze Zeit hatten. Es ist bei uns jetzt zumindest wieder relativ kühl. Ich glaube, wir haben die ganze Zeit so um die 23 Grad. Ist jetzt mal so grob geschätzt. Warte, ich guck grad mal. Okay, 21 sollten wir heute angeblich gehabt haben. Aber ab nächste Woche soll es, glaube ich, wieder wärmer werden. Geht jetzt wohl wieder stetig bergauf. Leider. Ich kotze jetzt schon. Was ist hier los? Die hat noch gefehlt. Nett. Ah, verflucht, er ist entkommen. Vielleicht war das sogar besser. Hier hätten wir womöglich Unschuldige in den Kampf hineingezogen. So, deshalb sind bei uns jetzt um die 15 Grad. Hat den ganzen Tag die Fenster auf bei mir im Zimmer. Ist echt angenehm kühl. Na wenigstens etwas. Wie frisch ist echt die ganze Zeit da noch schreien höre. Das macht mir so ein bisschen Angst. Dass sie auch hierher kommen würden. Sie wollen die Revolte im Keim ersticken. Ist die Azurgarde etwa auch ins Hauptquartier der Tempelritter eingedrungen? Renault war da, um uns mitzuteilen, dass der Großmeister verhaftet worden ist. Ja, klar. Deswegen waren Tempelritter in Charibeas Gefolge. Ja, die Azurgarde hat das Kommando übernommen. Etwa die Hälfte der Tempelritter hält Emmerik die Treue und hört auf meinen Befehl. Aber die anderen, die schon damals gegen seine Ernennung zum Großmeister waren,
haben sich bereitwillig in die neue Lage gefügt und sind schon auf dem Weg zur Kurie. Natürlich haben sie das. Da seid ihr ja alle gerade zur rechten Zeit hier aufgekreuzt. Habt ihr euch vorher irgendwie abgesprochen? Ja. Bisschen. Du bist die Anführerin der Rebellen? Oh, heute bin ich alles Mögliche. Für den lackierten Papstwächter vorhin zum Beispiel die Königin des Abschaums. Wie findest du das? Diese kehlige Stimme. Und für den Jungen hier bin ich schon die Retterin eures durchgedrehten Märtyrers. Es ist euch also ernst, was? Mhm. Gut, an uns soll's nicht liegen. Wir haben diesen verdammten Staat mehr satt als ihr alle zusammen. Immer los mit der Revolution. Viva Revolution. Ach ja. Röchchen. Das mit dem Langohr geht euch nicht aus dem Sinn, was? Ich habe schon mitbekommen, dass ihr euch erkundigt habt. Die Geschichten stimmen, wo ich herkomme und alles. Ja, ich schäme mich nicht dafür, nicht mehr. Und dass sich so ein Adliger an einem hübschen Mädel aus dem Volk vergreift, ist gar nicht so ungewöhnlich, wisst ihr? Dass er meine Mutter herausgeworfen hat, als ich im Anmarsch war, auch nicht wirklich. Die benutzten uns, wie es ihnen gefällt. Im verschwiegenen Kämmerlein sollen wir ihnen dienen und draußen auf dem Acker auf dem Schlachtfeld. Ha, aber damit wird bald Schluss sein. Dafür werde ich sorgen, mit Pulver und Blei. Klar, nicht alle von denen sind Schweine. Und immerhin kann ich wegen denen jetzt mit Schusswaffen umgehen. Aber genug gequasselt. Jetzt lass uns mal was ins Rollen bringen, in dieses vermoderte Mauerwerk. So. Ja, lass mich endlich aufsteigen. Bitte. Stufe 57. 57er Quest. Sehr geil. Ja, das wird doch. Ihr habt euch wirklich einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Wir planen nämlich tatsächlich eine kleine Revolution. Und zwar schon seit längerem. Aber eines will ich euch noch sagen. Mit dem Heretiker-Einfall letzthin haben wir nichts zu tun. Aber wer hat die Heretiker dann in die Stadt gelassen? Das müsstest du wissen, Mädchen. Ihr Temperator bewacht doch das Tor des Urteils. Ich schätze mal, nur wenn einer von der Zugarde antanzt und mit einem päpstlichen Befehl wedelt, würdet ihr aufmachen. Nicht, wenn ein paar abgerissene Gestalten wie wir darum bitten. Ich vermute mal, dass sie alle ihre Feinde in der Stadt zusammentreiben wollen, um sie auf einen Schlag niederzumetzeln. Heretiker und uns Rebellen. Aber wir haben den Braten gerochen und uns schon rausgehalten. Aber dann hat Großmeister Emmerich ganz unerwartet gehandelt, woraufhin die Azurgarde die Kontrolle über die Temperate übernommen hat, damit sie nicht mit den Rebellen verbünden können, nicht wahr? Mhm. Oh, weg. Das kommt ungefähr hin, würde ich sagen. Jedenfalls gibt es kein Zurück mehr. Wenn ihr einen brauchbaren Plan habt, dann raus damit. Haben wir nicht? Oh, haben wir? Echt? Wir haben einen Plan? Oh, bitte sag nicht, dass Alfino ihn gemacht hat. Wenn Alfino ihn gemacht hat, dann geht er definitiv den Bach runter. Den haben wir. Aber sag mir doch eins. Können wir auch mit Verstärkung von Kämpfern der anderen Adelshäuser rechnen? Inoffiziell? Wusstest du, dass wir heimlich Unterstützer dort haben? Heimlich Unterstützer zusammen? Ich hatte nur Vermutungen. Keine eindeutigen Belege. Die vier großen Häuser rekrutieren ihre Kämpfer zu großen Teilen aus dem einfachen Volk. Leute ohne besondere Loyalität zu ihren adligen Herren. Ich packe hier bald noch extra Dämmwolle rein. Aber täglich müssen sie für den Adel ihr Leben riskieren. Ich frage mich, ob die Widerstandsbewegung nicht sogar von dort aus ihren Ausgang genommen hatte.
von den einfachen knappen Kriegsknechten. Wenn du dafür sorgen könntest, dass die Herren der anderen Häuser im Ernstfall nur eingeschränkt handlungsfähig sind. Immer diese Fußballfanatiker hier. Du meinst, die einfachen Kämpfer sollen einfach den Dienst verweigern? Dann hätten wir nur noch die Hälfte der Temperette und die Azurgarde gegen uns. Damit hätten wir eine reelle Chance. Kannst du das veranlassen? Wie stellt ihr euch das vor? Wenn es mit der Revolte nichts wird, kostet sie das Kopf und Kragen. Könnte höchstens Falschinformationen einschleusen. Das, um sie anderweitig zu beschäftigen. Mehr riskiere ich nicht, auf keinen Fall. Das Nein habe ich auch gehört. Sprüches, reiß dich am Riemen! Oh Gott, bitte lass diese blöde Fußballscharade bald vorbei sein. Na, zu früh gefreut? Satz mit X war wohl nix. War mir gar nicht, dass Fußball mich nicht interessiert, oder? Aber gut, dann können wir Großmeister Emmerich befreien, ohne auch noch drei Reitheere fürchten zu müssen. Ritterheere fürchten zu müssen. Und Papst Thoran stürzt und die Lügen der Geschichte berichtigen. Juhu, Auftrag angenommen. Yippie, ja, toll, wir feiern. Es wäre echt schön, wenn das Lesen jetzt ein Ende hätte. Tata. Okay, es ist egal, wohin wir davor gehen. Meinen Punkten näher. Oh. Ei, ei, ei. Nein! Keine Inhaltssuche! Nein! Och, nö. Nein. Aus. Nein, ich will nicht. Oh. Ich hasse neue Inis. Da stelle ich mich immer so blöde an. Nee. Oh. Aber ich will doch nicht. Darf ich mich weigern? Okay, ich darf mich nicht weigern. Okay. So, ja gut. Das kann jetzt nur ein bisschen dauern. Oh, oder auch nicht dein. Da. Sein nehmen.
Hier ist ein Monitor und die machen dennoch nicht, was ich sage. Ja, frisches. Das ist ja auch ein Monitor und nicht das Feld. Ne? Nein! Sag ihm nicht, dass er noch lauter sein soll. Bitte nicht. Ich höre das hier unten sowieso schon. Geht mir sowieso schon auf den Keks. Nein, bitte. Bitte nicht lauter werden. Jetzt kriege ich hier unten den kompletten Rappel. Ich bin schon unkann. Nein! Aus! Halt, stopp! Ich will das nicht. Daddel. Leute, ihr soll ja nicht lauter werden. Ach, versteht ihr nicht, was ich damit meine? Nicht schreien. Das Setting ist irgendwie cool. Also irgendwie hat das was. Und der Nack. Das hier ist schon wieder so ein Ding, wo ich mich verlaufen würde. Freu dich nicht zu früh, Frisches. Das Moment im Ende haben wir Feinde hier für Ungarn. Ja, irgendwas läuft da schief, oder? Ich, die gerade keine Ahnung hat, was getan werden muss. Ah, okay. War klar. Aua, lass mich. Lass mich einfach. Puh.
Fackel. Ich hier schon wieder keine Ahnung hat. Die laufen einfach. Weh. Oh, er hat schon wieder geschrien. Jetzt die Frage, läuft gut oder läuft nicht gut? Wir könnten einen Schrei-Counter einstellen. Wie oft wird es anfangen zu schreien? Der wird heiser. Naja. Freut man sich auf der Arbeit. Wenn er dann da stumm sitzt. Fußball ist unser Leben. König Fußball regiert die Welt. Schlend, schlend. Fußball scheiße. Also wer es mag. Ah. Ich brauch das nicht. Im Stadion war ich auch immer eher diejenige, die dann, wie gesagt, das Bier weggesippelt hat. Oder, oh, die Käsebrezeln im Stadion. Die waren gut. Käsebrezeln. Hm. Stuhl roll nicht weg. Gerade sehr ungünstig. Von der Bäckerei Engelke. Echt? Ist das so? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich war meistens schon voll. Also ich weiß nur, dass es lecker schmeckt. Und das Bier auch gut ist. Ich habe mein Lieblingsbier im Stadion. Also. Wer sagt da schon nein? Oh, oder im Winter. Im Winter, wenn es dann Glühwein gab. Oh, der Glühwein da war so lecker. Ich bin lass mich mal den Pirat. Ich darf nicht in die bunten schwarzen Dinger da rein lutschen. Ich bin über meinen Fernkämpfer. Kompagnon. Ach, komm schon. Konzentration. Konzentration fällt schwer. Aufi. Komm schon. Mach den Kack. Ich bin für den Blauen, der da rumläuft. Oh. Gott. Frisches.
Lass die Mütter aus dem Spiel. Na komm schon. Scheiße. Da war ich zu spät. Ist ein kleiner Bronze, sie könnte dabei sein. Oh, schön. Ich wüsste ja gerne, wie lang dieses Edo noch geht. So von der Quest her. Ich glaube, ich brauche so eine seelische Vorbereitung darauf. Mir graut's vor dem Ende. Ich glaube, das war eben ein Och nee. Juhu, 64. Also meine Stufe, nicht mein Alter. Geht das ein bisschen leiser? Bisschen. Kriegt unser Wankzustände hier unten. Griffes, lass das Spam sein. Das gehört ja keine Mods. Reicht, wenn ich dich höre, mein Engel. Es reicht, wenn ich dich höre. Bitte nicht. Ich hoffe auch nicht. Kann doch nicht gesund sein, Frittes.